So, Hornsplitter brauchen wir jetzt unter anderem, um Tränke zu machen. Ich habe ja schon die Löschechsen gekauft. Wo sind sie denn? Denn den Todesberg kann man nicht einfach so betreten. Ich werde mich dazu ein bisschen ausprobieren mit Tränken und ich schneide euch dann gleich die Rezepte rein. Oh, Schleimies habe ich auch gefarmt. Erzähle ich aber auch gleich, wie ich das gemacht habe. So, da hätte ich jetzt ein paar Brandschutzmedizinen gemacht. Ich weiß übrigens gar nicht, woher ich dieses Rezept mit der Löschechse kenne. Die halten 30 Minuten, das ist, weil ich einen verrohrter Hornsplitter mit rein habe. Dann halten die Tränke automatisch oder was auch immer man macht, hat dann einen Effekt von 30 Minuten. Ja, das sind so die Effekte oder das sind so die Zutaten und hier ähnlich. Ich habe zwei Exalfos-Hörner rein, interessant, das ist mir gar nicht aufgefallen. Ich trinke den mal noch nicht. Ich teleportiere mich nämlich erst hoch zum zum Eldenturm. So. Oder soll ich den Weg laufen? Ach was, komm, wir laufen den Weg. Aber ich ziehe eine andere Rüstung an noch. Die normale Hygiene-Rüstung. Die sieht schick aus. Und dann gehen wir auf Wandertour. Ah ja, ich wollte noch erzählen, wie ich die Schleimis gefarmt habe. Nun, im Grunde genommen sind mir einfach an der Quelle ganz viele... Oh, das ist eine Löschechse. Oder? Ist das ein Vogel? Nein, das sieht aus wie eine Löschechse. An der Quelle sind mir die Schleimis begegnet. Und man kann die Schleimbälle verwandeln. Also man kann die noch nachträglich ändern. Auf die Idee bin ich gekommen, weil da steht hier bei der Beschreibung, der aussieht wie eine kleine Version der Kreatur, von der er stammt. Und bei den Kreaturen ist es so, dass man ihre Rasse, das klingt ein bisschen dumm, aber im Grunde genommen, dass man ihre Art verändern kann, indem man sie mit einer entsprechenden Waffe bekämpft. Also so normale Schleimis werden zu Feuerschleimis, wenn man sie mit einem Feuerschwert bekämpft. Ah ja, und die Quellen hier heilen übrigens. Da habe ich mich immer geheilt dann. So, jetzt bräuchte ich mal eben hier einen Ritterbogen. Kann sein, dass sich das ein bisschen verändert hat, weil ich habe ein paar Bögen weggeworfen. Hey Daniela, du hast mich nicht gehört. Hä? Ich habe dich auch gar nicht gerufen. Oder habe ich ernsthaft das Pfeifen gerade überhört? Dabei will ich jetzt wirklich den Weg hochlaufen. Die Sache ist nicht, dass es weit... Autsch. Die Sache ist jetzt nicht, dass es weit ist. Die Sache ist eher, dass es lange dauert. Okay, weil es weit ist. Ja. Gut, Logik ist nicht so meine Stärke. Nee, Außerdem waren wir hier, glaube ich, schon mal. Und... Ja, ich weiß, sie explodieren, aber... Ich könnte... das hier nehmen. Ach stimmt, jetzt erinnere ich mich wieder, warum ich hier lang laufen wollte. Hier waren Wächter. Ich erinnere mich. Und davon haben wir noch nie einen bekämpft. Tatsächlich. Nicht so in der freien Wildbahn zumindest. Und das wollte ich ändern. Haben wir noch irgendeine nicht neue, krasse Axt hier rumliegen? Du bist nicht krass, aber du bist nicht mehr neu. Gut, außerdem sollte ich vielleicht das Stasis-Modul Plus verwenden. Einmal zack und rein da und bam, bam. Wieso haben wir so viel Schaden gerade gemacht? Oh nein, oh nein, oh nein. Ausweichen, 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 ausweichen. Das ist zu nah dran. Arsch. Asa. Warum wollte ich ihn sofort bekämpfen? Das ergibt keinen Sinn. LOL, wieso habe ich ihn umgehauen? Was geschieht hier gerade? Komm, komm, nimm das und dies und jenes und... Wächterachse zerbricht gleich, aber ist es mir wert? Okay, wir haben schon ordentlich Damage gemacht aus irgendeinem Grund. Ich verstehe wirklich nicht, warum der so viel Schaden nimmt. Wir brauchen eine andere Waffe. Das muss ich in Nein, das muss ich noch fotografieren und... Moment mal, das Masterschwert ist hier aktiviert? Das zählt als Manifestation gar nicht, das Ding? Ich meine, es macht nur Sinn, aber... Okay, gut zu wissen. Dann ist der ja mal überhaupt kein Problem gewesen. Oh. Die Explosionsanimation sollte ich vielleicht noch auf die Kamera bekommen hier.
Puh. Ja gut, dann... Dann sind die echt nicht so schwierig. Ich glaube, ich heile mich mal eben hier noch. So. Wenn es nur wirklich so schnell ginge. Ja, auf der anderen Seite will ich da jetzt hochlaufen. Ich meine, ja, wir haben hier eine Höhle und so, aber wir waren schon hier oben. Also, und der Weg ist noch weit, wenn... Warte mal, das hier wird das Dorf sein. Ja, okay, komm. Ich denke mal, wir verpassen nicht allzu viel, wenn wir vom Turm aus anfangen. Hm. Boah, diese neuen Ladescreens. Ich war doch noch am Trinken, Mensch. Was soll ich denn jetzt trinken in diesem Projekt, wenn ich in den Ladebildschirm... Ist unten ein Pferd? Nee, ich glaube nicht. Gut, dann würde ich aber auch mal sagen, dass es Zeit wird für unsere Brandschutzmedizin. 30 Minuten, top, die Wette gilt. Also eigentlich 60 Minuten, aber trotzdem. Unten rechts sehen wir, das Thermometer wird brennend heiß. Haben wir auch schon im Let's Play gesehen, diese Gegend ohne die Medizin. Das ist halt, kann man nicht überleben, ne? Deswegen brauchen wir die Medizin. Das Geld habe ich auch noch aus einem anderen Grund jetzt so gefarmt. Denn wir werden es in näherer Zukunft brauchen. Ach ja, vielleicht soll ich die Gegend noch ein bisschen näher vorstellen. Gibt ein paar Besonderheiten hier. Ihr seht zum Beispiel, die normalen Pfeile brennen gerade. Und wenn wir mal ins Inventar schauen, dann gibt es hier einige Waffen, die am Abrauchen sind. Wenn wir sie dann hier auspacken würden, dann würden die auch verbrennen. Auch Schilde. Wobei, da haben wir gar keins dabei. Wundert mich eigentlich, dass man hier Metallschilde verwenden kann in der Gegend. Ich stelle mir das sehr unangenehm vor, hier ein metallenes Schild zu halten. Aber gut. Auf der anderen Seite haben wir Brandschutzmedizin. Das heißt, wir sollten gewappnet sein gegen dieses irre heiße Schild. Und wie habt ihr euch das vorgestellt? Und mir fällt noch was ein. Ich sollte vielleicht das Suchobjekt ändern auf Schreine. Denn Gerudebögen suche ich jetzt nicht mehr. Und es ist sogar einer in der Nähe. Wunderbar. Nein, danke. Dich brauche ich nicht. Da unten. Oh, verdammt. Ich weiß, dass hier einer ist. Der ist mir aufgefallen, als ich den Schreinsensor mal anhatte. Und mich erholt habe. Auf der anderen Seite, der da unten. Hallo Magmarock übrigens. Ich ignoriere dich mal gekonnt. Na gut, dann gehe ich mal eben zu dem Schrein da hinten. Ich würde ja am liebsten... Warte mal, wir haben noch Kletterausrüstung. Die dürfen wir auch tragen können. Wir haben ja Brandschutz, also... Wir können eigentlich tragen, was wir wollen. So. Wenn ich das richtig verstehe. So, ruh dich kurz aus. Nein, nein, ausruhen sollst du dich. Nicht abrutschen. Okay, never mind. Geh einfach hier rüber. Einmal noch einer. Komm, komm, komm schon, Link. Ach, Mann. Moment. So, oben sind wir. In welcher Richtung liegt der Schrein? Da und... Oh, da vorne ist er. Es ist halt nur noch die Frage, wie wir da eigentlich hinkommen. Also... Ich schätze mal, die Kisten sind magnetisch. Auf der anderen Seite... ist die Methode hier angenehmer. Und hey, wir können sie machen. Wir waren bereits bei den Orni. Also, los geht's. Und drüben sind wir. Am Kyuramui-Schrein. Ja, das habe ich sogar ziemlich smooth ausgesprochen. So. Und wenn wir jetzt hier schon einen Teleportpunkt haben, würde ich fast schon sagen, reisen wir nochmal kurz zurück und holen den Schrein hier. Moment. Und dann TP'en wir uns wieder hier hin. Ach ja, ich mache uns mal nochmal eine Brandschutzmedizin, weil wir haben hier wieder eine Löschechse. Und ja, wenn wir jetzt hier rumschlurchen, verlieren wir ein paar Minuten und Sekunden. Weswegen wir am Ende vielleicht noch einen weiteren Trank brauchen würden. Wie auch immer.
So, da oben ist er. Ich glaube, der hängt sogar an einer Quest. Und zwar der, die man in dem Stall da vorne bekommt. Man sieht ihn auch kaum. Aber der Schreinsensor verrät ihn ein wenig. So, da oben ist er. Gleich sind wir dort. Und dann würde ich sagen, TP'n wir uns auch direkt zum Tamur-Schrein. Nee, TP'n wir uns direkt zurück zum anderen Schrein, den wir jetzt vorhin gefunden haben. Beziehungsweise, ja, ich werde mich dahin TP'n, aber ich werde dann erst wieder reinschneiden bei dem Magmarock oder wieder... Oh ja, ja, Gemälde des Stalls. Es ist tatsächlich die Quest. Ich werde wieder reinschneiden hier irgendwo auf dem Weg. Also bis gleich, ja. Das dauert jetzt ein paar Sekunden.